Peace Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch die App, mit der ich täglich live bin und sogar unter 1000 Abonnenten. Genau. Also, das hier ist die App Omelette Arcade. Den richtigen Namen werde ich auch unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Also, wir starten mal direkt. Ich gebe euch auch natürlich nur die wichtigsten Informationen, die man braucht. Und zwar kann man bei der App hier live gehen und genau, und zwar in dieser App hier, ihr seht es auch kurz mal da. Also das ist aber auch nicht wichtig, wir wollen ja nur auf YouTube streamen, also gehen wir auf den Pluszeichen. Bei der App könnt ihr die Videos bearbeiten. Ihr müsst halt nur wissen, wenn ihr die Videos veröffentlichen wollt, ist da ein Wasserzeichen dabei, Wasserzeichen von dieser App hier, Omelette Arcade. Ihr könnt auch Posts teilen, also kurze Nachrichten mit eurer Community. Ihr könnt auch natürlich euer Bildschirm aufnehmen. Ich verwende das allgemein gar nichts von dem, außer hier bei dem Punkt live gehen. Drücken wir mal weiter. Wir gehen mal in Among Us rein. Also hier seht ihr das auch. Wenn ihr ein Spiel aussucht, könnt ihr euch direkt mit eurem YouTube-Account anmelden. Entweder mit YouTube, Facebook oder Twitch. Die App ist wirklich richtig nice. Also jetzt gehen wir mal auf Weiter. Hier könnt ihr irgendwas eintragen, beispielsweise Among Us. Schreiben wir mal Among Us. Among Us. Hier bei der Beschreibung könnt ihr auch wieder irgendwas aufschreiben, was ihr wollt und was ihr auch mögt. Beispielsweise willkommen. Willkommen. Also jetzt kommen wir zu den Stream-Einstellungen. Genau die Sachen solltet ihr auch anwenden, die ich auch eingestellt habe. Kamera könnt ihr auch beliebig einstellen, entweder an- oder auslassen. Audioqualität sollte immer an sein. Wenn das Mikrofon aus ist, können die Zuschauer dich bzw. euch nicht mehr hören. Also sollte das immer an sein. Und hier ist Streamqualität, sollte immer auf automatisch sein. Wenn ihr auf automatisch einstellt, könnt ihr sogar mit bis zu 1080p streamen. Und wenn ihr direkt auf 1800 einstellt, wird da das Wasserzeichen vom Omelette Arcade sein. Also empfehle ich euch immer auf automatisch einzustellen. Das ist besser. Und hier sind auch ein paar andere Nachrichten. Wie gesagt, die sind nicht wichtig. Und dann gehen wir mal weiter. Erweiterte Einstellungen. Hier könnt ihr auch alles beliebig einstellen. Streamverzögerung sollte auf keine sein. Wie gesagt, ihr könnt auch auf 5 Minuten einstellen. Das ist aber nicht gut. Wenn man mit der Community kommunizieren will, sollte das auf keine sein. Und hier, ihr könnt sogar ein Overlay aussuchen. Das ist wirklich nice. Wenn ihr auch andere Overlays wollt, müsst ihr dann natürlich mit Geld in die App hier investieren, damit ihr auch andere Overlays verwenden könnt. Das Wasserzeichen, Abschirmbild könnt ihr auch aktivieren, dafür braucht ihr Omelette Plus. So, wenn ich jetzt hier auf Starten drücke, bin ich direkt live. Genau, das ist auch das ganze Hexenwerk. Es ist wirklich sehr einfach. Es ist bis jetzt die beste App, die ich bisher ausprobiert habe und ich werde auch weiterhin dabei bleiben. Bei den anderen Apps, die ich auch ausprobiert habe, entweder war die Qualität schlecht, Mikrofon schlecht oder die App ist abgestürzt. Und somit ist es wirklich die beste App. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Vorschläge für mich, wie ich meine Thumbnails mache, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Also schreibt irgendwas in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr die App feiert. Und wir werden uns dann demnächst sehen, Freunde. Ciao, ciao und haut rein!